Auch wenn das Einspritzventil in seiner Funktion nicht so einfach zu verstehen ist, so möchte ich doch mit Hilfe der Animation versuchen, ein wenig Licht in die Funktion zu bringen. Wenn das Einspritzventil arbeiten soll, also öffnen soll, dann wird es bestromt. Das heißt, es gibt einen Impuls zum Elektromagneten und der Anker wird angezogen. Dadurch wird die kleine Kugel, die Ventilkugel, freigegeben und der Kanal, der unter ihr verborgen ist, durch diesen Kanal strömt Kraftstoff aus dem unteren Ventilsteuerraum, sodass der Druck dort nachlässt. Der Druck unten im Kammervolumen ist aber hoch und der Druckunterschied sorgt dafür, dass unsere Düsennadel angehoben wird und Kraftstoff abgespritzt werden kann. Dieses geht so schnell, in so kurzem Zeitraum, dass ich während eines Einspritzintervalls mehrere Einspritzungen durchführen kann. Ja, bei Piezo, bei den sehr schnellen Piezo-Injektoren, die haben den Faktor ungefähr 10, 10 mal schneller als die magnetisch betätigten Injektoren, kann ich sehr, sehr viele Vor-, Haupt- und Nacheinspritzungen realisieren und damit meine Gemischbildung über den Einspritzzeitraum genau steuern, um Abgaswerte und andere Parameter positiv zu beeinflussen. Gas geben, auch bei Common Rail, das lieben wir doch. Aber das altbekannte Gaspedal hat schon lange ausgedient. Gaspedal war ein Pedal, was über einen Bauzug mechanisch mit Einspritzanlage oder bei Ottomotoren Vergaser verbunden war. Heute haben wir Pedalwertgeber. Sind nichts anderes als weiterhin ein Gaspedal mit einem Widerstand, dass wir auch spüren, aha, je tiefer wir drücken, umso schwerer geht das auch. Und dort ist ein Sensor drin, ein Poti, das ein Spannungssignal abgibt ans Steuergerät. Sagt, aha, der Fahrer möchte jetzt so und so, er möchte schnell fahren, er möchte beschleunigen, er möchte die und die Reaktionen haben. Dieser Pedalwertgeber ist in der Regel doppelt ausgebildet, weil wenn ein Sensor mal ausfällt, dann wäre ja nichts mehr. Und es könnte ja auch theoretisch, vielleicht auch praktisch, auch der zweite ausfallen. Zweite Poti, der zweite Sensor. Und dann, und das gilt allgemein für unsere Elektronikanlagen, also auch für unsere Common Rail Anlage, dann hat unser Motor sozusagen Notlaufeigenschaften. Bei Ausfall eines Sensors im Pedalwertgeber könnte ja der zweite die Aufgabe übernehmen. Fehlermeldung und Werkstatt kann das beheben. Fallen beide aus, wodurch auch immer, dann gibt es Ersatzwerte im Steuergerät, die sagen, da ist was nicht in Ordnung, aber ehe wir jetzt sagen, Pause, Ende, auf der Autobahn, Randstreifen abstellen und dann Abschleppwagen kommen lassen, gibt es ja die Lösung, dass wir sagen, okay, wir lassen den Motor weiter laufen, ohne dass da am Pedal überhaupt etwas bewegt wird, weil es gibt ja kein Sensorsignal mehr. Und wir lassen den Motor in einer erhöhten Leerlaufdrehzahl laufen, meinetwegen mit 1500 Umdrehungen. Damit kann ich noch fahren, um von der Autobahn runterzukommen, um zur nächsten Werkstatt zu kommen, vielleicht sogar über längere Kilometer, weil es eben nur beim Schalten, nicht? Dann heult er mal ein bisschen mehr auf, aber es geht ja nicht in Höchstdrehzahlbereiche. Und diese Notlaufeigenschaften durch Ersatzprogramme finden wir bei ganz vielen Sensoren. Wenn der eine ausfällt, der andere ausfällt, ersetzt manchmal ein Sensor den anderen und wenn gar nichts mehr geht, dann haben wir in den meisten Fällen Ersatzprogramme mit diesen Notlaufeigenschaften, die nicht zur Zerstörung des Motors führen. Also wenn da ein Signal kommt, Motoröl zu wenig, ne, das ist klar, dass da nicht umgeschaltet wird, beruhige dich mal und dann geht der Motor kaputt. Das macht ja auch keinen Sinn. Aber wenn ein Fehler auftritt, den ich umgehen kann durch ein Notlaufprogramm, ohne dass der Motor Schaden nimmt, dann tritt dieses Notlaufprogramm ein. Und das ist bei Pedalwertgebern als Beispiel immer der Fall.